Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Sparking Zero. Im letzten Part haben wir das erste Kapitel abgeschlossen, haben dort in den letzten zwei Parts sowohl Raditz als auch die Saiyajin, Nappa und Vegeta besiegt, was ein bisschen sich gezogen hatte, denn gerade hier Vegeta als Wehraffe war sehr, sehr schwer zu bekämpfen. Ich habe lustigerweise auch schon das Feedback von euch zurückerhalten, dass dieser Osaru, gegen den man da kämpfen darf, für viele sehr, sehr schwierig war und viele auch öfters dabei gestorben sind. Also es betrifft nicht nur mich und es lag nicht daran, dass ich irgendwie zu schlecht bin, nein, denn viele andere von euch hatten auch schon Probleme dort. Nachdem wir diesen dann endlich gepackt haben, war es dann so, dass wir direkt zum nächsten Szenario weitergereist sind oder weiterreisen konnten. Wir sind jetzt nämlich mittlerweile im Planet Namek Arc. Und ganz interessant zu wissen ist, wenn wir hier zurückgehen, ich zeige euch das nur ganz kurz. Und zwar kann man hier nämlich in der Story weiterhin zurückkehren. Wollte ich euch eben mal was ganz Interessantes zeigen. Weiß nicht, ob das irgendwie eine große Rolle spielt, aber. Und zwar hier dieser Kampf gegen Raditz, Rückkampf und Ergebnis. Da steht auch auf der rechten Seite: nicht in verstrichener Zeit besiegt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht sogar vom Strang her nach unten reisen könnten, also wo der Strich nach unten führt, wo drei Fragezeichen zu sehen sind auf der rechten Seite, wenn wir ihn wirklich in dieser Zeit besiegt hätten. Vielleicht muss ich das Ganze nochmal offscreen probieren, werde das Ganze dann aber auch aufnehmen und dann gucken, ob dann dadurch was passiert. Aber es ist ganz interessant auf jeden Fall dieser Fakt, der mir aufgefallen ist beim Zurückblättern. Jedenfalls haben wir eine große Hürde bereits schon gemeistert, indem wir eben den Osaru besiegt haben. Jetzt geht's aber direkt weiter mit dem Namek-Arc. Genau, hier muss man nämlich die Sachen immer länger gedrückt halten, damit wir weiter können. Ungefähr einen Monat nach Abreise der Gruppe erhält Son Goku eine SOS-Nachricht vom Planeten Namek. Mit Hilfe von Yajirobis Sensobon geht der genesene Son Goku an Bord des Raumschiffs, das Bulmas Vater vorbereitet hat, und bricht zum Planeten Namek auf. Auf dem Raumschiff trainiert Son Goku weiter. Vor dem Eintreffen auf dem Planeten Namek kann er jedes Limit durchbrechen, um noch größere Kraft zu erlangen. Freezer, der König des Universums, erscheint auf dem Planeten Namek und sucht nach den Dragon Balls. Der kürzlich genesene Vegeta trifft ebenfalls ein und hofft, genau diese Dragon Balls in die Finger zu bekommen. Vegeta gegen Zabon. Nach der Post-Transformation, obwohl Vegeta die Schergen des Königs erledigt hat, ruft Freezer schon bald sein Team aus Elite-Kämpfern herbei. Das Ginyu-Sonderkommando, die Ginyu Force. Als Reaktion darauf tut sich Vegeta mit Krillin und den anderen zusammen. Trotzdem ist ihr Kampf gegen das Ginyu-Sonderkommando kein Kinderspiel. Son Goku trifft gerade noch rechtzeitig ein, bereit, die Ergebnisse seines Trainings zu präsentieren. Riku! Das war's wohl. Das war's mit seinem Bumbe. Terrikum, das war's dann wohl. とっとと自分たちの星に蹴るか、それともこいつみてにぶっ倒されていいか。Ja, das wäre kritisch. 聞いたか、バーター。うん。どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。Bata war in Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 zum Beispiel einer der Charakter, der sehr OP war, weil er so schnell gewesen ist. Bin mal gespannt, den zu testen, ob der hier in diesem Game auch so schnell ist.俺たちは天下のギニュー特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。行くぞ。Da dürfen wir jetzt gegen das Duo Geese und Bata kämpfen.
Das heißt, das erste Mal ein Kampf gegen zwei. Und ich habe tatsächlich jetzt in der Zeit, wo ihr diesen Part jetzt hier seht, auch ein bisschen im Online-Modus schon geübt und natürlich auch im Trainingsmodus. Heißt jetzt noch nicht, dass ich irgendwie viel besser geworden bin, das weiß Gott nicht, aber zumindest habe ich jetzt versucht, die Basics ein bisschen mehr zu lernen. Ist natürlich auch wichtig. Und ich habe schon gehört, dass sich hier die Gegner wohl dementsprechend an das Power-Level in der realen Serie anpassen. Deutet natürlich jetzt so Gegner wie gegen G, Sparta und so, die sind jetzt nicht die allerkrassesten. Aber es gibt weitaus stärkere natürlich. Allen voran Freezer, gegen den wir natürlich auch kämpfen müssen. Ah, da hat er uns gegrappt. So. Come on. So. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich die beiden in der noch vorhandenen Zeit besiegen kann. Das Spannende ist auch, Goku hat auch hier, habt ihr vielleicht schon gesehen, teilweise ein etwas anderes Moveset als der Goku, den wir jetzt aus der Saiyajin-Saga noch hatten. Weil klar, Goku entwickelt sich im Laufe der Zeit auch immer weiter. So, G ist voll in die Genki-Dama. Ach, das war's schon? Okay. Weil der hat Bata nicht mal als Support-Aspekt gerufen. Support-Aspekt, als wären wir hier bei Dokkan Battle. Und wir haben auch zu jedem Goku, den wir eben spielen, auch Erfahrungswerte. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Aber ihr seht, wir haben hier nur einen Stern als Erfahrung hochgepusht bekommen, weil dies schon wieder ein anderer Goku ist als in der Saiyajin-Saga. Ne, das muss man immer in Betracht ziehen. Tja. Jeez. Schnell überwältigt zum Goku zwei Mitglieder des Ginyu-Sonderkommandos. Ein weiteres kann entkommen, aber Son Goku hat die Ergebnisse seines Trainings klar unter Beweis gestellt. Das ist Ginyu. Son Gohan und die anderen erzählen ihm von den Dragon Balls, aber bevor sie aktiv werden können, spürt er, dass sich ein starkes Ki zum Oberältesten bewegt. Son Goku weist die anderen an, direkt zu den Dragon Balls zu gehen, während er sich bereit macht, es wird Zeit, Captain Ginyu zu erledigen. Da war ein Punkt dazwischen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, der Scouter, der täuscht, Ginyu. Saiyajins können nämlich ihre Kampfkraft beliebig anpassen. あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てでは、あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。 Na, das kommt hin. 6万? いや、やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだ。こいつは Vielleicht sogar beides. Mit Vegeta? Oder steht er nur zur Zierde da? Naja, werden wir jetzt sehen. Hey, Ginyu, der Anführer der Ginyu Force, dementsprechend der stärkste aus der Reihe, aber ich denke auch, der wird kein Problem darstellen. Ich habe leider nicht genug Ki, um da gerade irgendwie noch was anderes zu machen. So. Weiter, weiter, weiter. Was war das? Das warst du noch nicht, oder? Ah, okay. Körpertausch.
Der will den Körpertausch natürlich anwenden. Das ist klar. Ach übrigens, hier die ganzen Seni, die wir gesammelt haben bis jetzt. Davon kann man sich auch Charaktere freischalten für den Online-Modus. Habe ich auch schon in Betracht gezogen. Werde ich auf jeden Fall zeitnah auch noch demonstrieren. Aber die ersten habe ich auch schon geholt. Zeige ich euch dann, wie gesagt, zeitnah. So, dann nutzt Ginyu jetzt die Körpertauschfunktion. Plötzlich fängt Captain Ginyu an zu kichern. Dann stößt er einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Dadurch aktiviert er eine Technik, die ihm ermöglicht, seinen Körper mit Son Goku zu tauschen. Nachdem er jetzt die Kontrolle über Son Gokus Körper hat, kehrt Captain Ginyu mit seinen Untergebenen zum Raumschiff zurück. Zumindest die noch übrig sind. Son Goku jagt ihnen verzweifelt nach, ist jedoch in Captain Ginyus verletzten Körper gefangen. Was man hier nicht gesehen hatte, Ginyu hat sich vorher selbst verletzt. Die anderen trafen ein und sehen, wie Son Goku mit seinem eigenen Körper kämpft. Ohne dass alle es wussten, hat Vegeta seine eigenen Pläne für Ginyu. Aber zuerst müssen wir unseren Körper wieder zurückbekommen. Nachdem Bata den Kampfwillen verloren hat, setzt Vegeta seinem Leben gnadenlos ein Ende. Der Vegeta ist noch böse. Also die Saiyajin natürlich, abgesehen von Goku. Nachdem er Bata erledigt hat, wendet sich Vegeta Ginyu zu, der Son Gokus Körper übernommen hat. Die Aggression, die Vegeta nutzt. Ja, jetzt hat er nämlich nochmal versucht, den Körpertausch einzusetzen. Aber Son Goku in Ginyus Körper schmeißt sich natürlich dazwischen. Und somit ist der Körpertausch gezogen worden. Son Goku eilt herbei, um Ginyus Körpertauschtechnik zu unterbrechen und kann gerade noch rechtzeitig seinen eigenen Körper zurückerhalten. Tut mir leid. Was denkt er sich überhaupt? Naja, mal gucken, ob es klappt. Und da seht ihr schon, da kommt ein Frosch dazwischen. Weil Goku den geworfen hat. So Goku, der Geniusplan erahnt, wirft einen Frosch zwischen den Captain und Vegeta. Und dann war Ginyu auf einmal ein Frosch. Ja, so schnell kann das Schicksal ihn ereilen. Captain Ginyus Plan ist durchkreuzt. Er ist in einem Frosch gefangen und Son Goku wurde gerettet. Danach kommt Son Goku in die medizinische Maschine, um zu genesen. Allerdings spürt er, dass Vegeta und die anderen in der Nähe kämpfen. Und da ist Freezer schon in seiner dritten Form und jetzt die Final Form. In der Zwischenzeit spüren Vegeta und die anderen eine enorme Kraft bei ihrem Gegner, die ihre bei weitem überschreitet. Während er Freezers Kraft bewundert, wird Son Gokus Behandlung abgeschlossen, woraufhin er geheilt ist. Als Son Goku bei dem stürmischen Kampf eintrifft, steht Vegeta kurz davor, durch Freezers Hand zu sterben. Und so beginnt der Kampf zwischen Son Goku und Freezer. War jetzt irgendwie ein kurzes Ende für Vegeta. Man hat einfach nichts gesehen. Ja, ein stolzer Saiyajin. Saiyajin.
このナメック星人のためにもおめえをぶっ倒す。くだらないこと。Du möchtest das gerne erleben? Okay, komm ran. Samara, この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん死なないで。フリーザーをやっつけて。Wir geben unser Bestes. Ja, da war ich nicht schnell genug. So, was diese Mechanik angeht, da muss ich auf jeden Fall noch Offspeed ein bisschen mehr üben. Mich ein bisschen mehr damit befassen. Es gibt ja auch hier wieder die Möglichkeit, im Trainingsmodus hier ein Trainingsprogramm zu nutzen, wo man quasi so ein Grundlagentutorial dann hat. Weil gerade hier der Kampf gegen Freezer, der könnte sich ein bisschen in die Länge ziehen. Muss man aber sehen. So, jetzt haben wir gerade keine Ulti, die wir nutzen können. Aber wir können natürlich standardmäßig die anderen Kombos nutzen, die auch cool sind. Tut mir leid. Aber die Kamehameha, die der hier nutzt, die ist natürlich auch spannend. Ist auch nicht so standardmäßig, wie wir das sonst kennen. So. Dem sind wir aber gut ausgewichen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, hier Angriffen zu entgehen. Unter anderem kann man nämlich auch, genau, man kann sich einmal teleportieren. Aber es gibt auch, wie gesagt, noch ganz andere Sachen. Oh, Backe. Oh, Backe. Ich wollte sagen, dem kann ich doch gar nicht mehr ausweichen. Ja, okay, das ist natürlich frech. Schade. Nachdem Son Goku von einem enorm starken Freezer besiegt worden ist, Freezer stiehlt die Dragon Balls und spricht seinen Wunsch aus. Sein Name erscheint im gesamten Universum und jede Kreatur weiß, dass er ihr unsterblicher Herrscher ist. Komm, ich will das auf jeden Fall packen. Hat jetzt direkt funktioniert, aber da muss man auch gute Reflexe haben. Aber was mich manchmal nervt, ist, dass ich im Moment nicht immer richtig anpassen kann. Oh. Ah, ich kann jetzt gerade nichts machen, weil er meinen Block komplett gebrochen hatte. So war es manchmal auch im Online-Modus. Frech, Freezer. Gut, dass wir dem noch ausgewichen sind. Ja, wie gesagt, ist eigentlich Wurst, was wir hier machen. Bringt eigentlich gar nichts. Aber auch spannend, dass wir zweimal dann die Ulti auch so in dem Maße dann einsetzen können. Was blockt der denn immer? Freezer, du Sau. Freezer. Ah, ich wollte gerade sagen, der Angriff trifft komischerweise dann instant. Bei der Kaioken kam ja mehr, da muss man es direkt anbinden. Sonst ist das nicht so einfach, dem auch zu entgehen. Ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt zum Beispiel. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Ha!
So. Na, es war ein bisschen zu schnell und zu weit. Ah, weil ich gerade keinen Ki mehr hatte. Ah, sobald ich einmal böse getroffen werde, ist es das, glaube ich, auch schon gewesen. Freezer, du. Oh ja, ja. Aber natürlich trifft er danach immer direkt. So ein Drecksschwein. Gut. Ich denke aber, das reicht an dieser Stelle für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns dann weiterhin hier diesem Kampf widmen. Ach Mann, ey. Was, ne? Am Anfang des Projektes hat man schon solche Probleme. Ich will aber auch den Schwierigkeitsgrad natürlich nicht ändern. Gut. Aber, wie gesagt, wir machen hier einen Cut und machen im nächsten Part an der Stelle weiter. Probieren es dann nochmal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs Dabeisein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.